Hey und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Witcher 3 Blood and Wine. Und ihr müsst mal auf dieses Pferd achten, auf die geile Pose, was das Pferd hat. Durch den Stein. Aber Plötze kann das. Plötze ist besonders. Hey! So. Jetzt müssen wir das Lager des Wichtes suchen, nachdem wir hier irgendwas umgebracht haben, glaube ich. War Und. es kein gutes Omen. Steigst du bitte mal ab? Hallo? Toll. Ja, der hat aber schön geleuchtet, ne? So, wir nehmen das mal auf. Nein, das wollte ich doch gar nicht. Jetzt muss ich mal gucken. In einem anderen Spiel ist T nämlich, dass man auch nicht. Ach so, das ist ja praktisch hier. Dass man hier. Also erstmal nehme ich Igni wegen Feuer und so. Mit T kann man auf jeden Fall meditieren. Für meditieren zurück. Können wir das? Ach nee, das ist jetzt ein bisschen länger, okay. So, der Vorteil ist, unser Leben ist jetzt wieder da, alles ist aufgefüllt. Und jetzt können wir da reinrennen. Unser Schwert leuchtet schon, also das heißt, irgendwas ist hier nicht mehr ganz normal. Warum stirbt es nicht gleich so? Aber der hat echt geil, der ist echt geil gestorben. Das muss man ihm lassen. Boah, Leute, sieht das hier geil aus. Allein dieser Eingang, wenn ich hier um 9 schon bin und das sieht hier so düster aus. Ich würde auch reingehen und mir das angucken, weil es einfach spannend wäre. Aber wahrscheinlich nicht alleine, sagen wir es mal so. Ich würde Jamile wahrscheinlich vorschicken. Und dann sagen, Seltsam. yo, clear Mir mal. ist, als würden die Löffel einen Rhythmus trommeln, eine Botschaft an mich. Ja, klar, die Löffel trommeln einen Rhythmus, natürlich. Wir setzen mal Hexersinne ein. Da hinten ist ganz viel Party, da gehen wir jetzt mal weg von. Oh, jetzt kommt's. Geralt sieht auch immer badass aus, ne? Niemand soll mit dir an der Tafel sitzen. Kein Löffel soll dich sättigen. Nie wieder sollst du in den Spiegel zu blicken wagen. Klingt tatsächlich wie ein Fluch. Da ist jemand besessen. Regis sagte ja, der Ort sei verflucht. Kann kein Zufall sein. Ich muss mich umsehen. Boah, ist das geil gemacht, ne? Das leuchtet so schön, wenn man da länger hinguckt. Lässt du Was für mich jetzt ein mal hier rein? Schweinestall. Muss ihn gründlich durchsuchen. Vielleicht finde ich etwas Wichtspeichel. Der Wicht ist besessen. Ein echter Sammler. Ja, hier wird Wicht Speichel einfach rumliegen. Und wir müssen den auch Der bestimmt nicht Löffel ist ein töten. Meisterwerk. Der muss reichen Leuten gehört haben. Dreckiges Tagebuch. Ich habe seit Tagen Schwindelanfälle. So etwas habe ich noch nie erlebt. Wenn das so weitergeht, muss ich einen Kräuterkundler aufsuchen, obgleich ich Zauberei nicht ausstehen kann. Ach du Scheiße. Ich kann nicht denken und kaum schreiben. Nichts zu essen.
nichts zu essen. Es tut weh. Spiegel, Lügen, nein. Kein guter Löffel, leere Löffel. Ich werde jetzt hier nicht alles vorlesen. Ihr könnt euch das Video sonst an der Stelle mal anhalten. Oder du, Jamile. Wenn dich das interessiert. Armes Mädchen. Hat gemerkt, dass sie allmählich zum Monster wird und hat es aufgezeichnet. Rührend. Die ganzen Löffel hier, ne? So, hier können wir mal irgendwas mitnehmen. Das findet er bestimmt toll, dass wir dem jetzt die ganzen Löffel geklaut haben. Ein zerschlagener Spiegel. Mochte sich da jemand nicht ansehen? Vielleicht ist die Autorin des Tagebuchs das Monster, das hier haust. Ich finde die Atmosphäre, die ist schon echt geil. Also die ist auch wirklich sehr gruselig. Kein Löffel soll dich sättigen. Was immer hier lebt, nimmt das wörtlich. Es sucht noch nach dem richtigen Löffel. Ach du Scheiße. Wo fangen wir denn an? Hier. Ein ganz normaler Löffel. Etwas angejagt vielleicht. Ein Löffelschlüssel. Fein gearbeitet. Mit Inschrift. Der Wicht ist ein wahrer Sammler. Notiz am Löffelschlüssel. Hiermit ist zertifiziert, dass das Auktionsobjekt ein antiker Löffelschlüssel gefertigt 1210 in der Werkstatt Christofferson und Söhne, Eigentum von Smigole Serkes ist, Besitzer der Fasanerie. Brief von Jennifer. Jennifer interessiert uns nicht. Noch ein Löffel. So normal wie der zuvor. Ach du Scheiße. Skelette. Die Leute sind sicher nicht freiwillig hergekommen. Hat das was mit dem Fluch zu tun? Niemand soll mit dir an der Tafel sitzen? Würde passen. Überhaupt nicht gruselig oder so, nein. Noch ein Brief. Lieber Meister Levasseur. Bla bla bla. Bla bla. Marlene de Trastamara. Das Schöne ist, wenn da irgendwas Wichtiges war in dem Brief, dann hätte Geralt es zusammengefasst. Ein Frauenname ist in den Holzlöffel geschnitzt. Romantisch. Ja, das ist überhaupt nicht merkwürdig oder so. Kannst du das mal lesen hier bitte? Niemand soll mit dir an der Tafel sitzen. Kein Löffel soll dich sättigen. Nie wieder sollst du in den Spiegel zu blicken wagen. Keine Klauen und Bissspuren. Vermutlich wurde er erstickt. Hals gebrochen, Schädel eingeschlagen. Mit einem schweren Objekt. Hals gebrochen, ey. Rechter Arm abgebissen. Alle Zähne ausgeschlagen. Jemand wollte ihn gewaltsam füttern. Ist der da am Stuhl irgendwie festgebunden oder sitzt der da einfach nur? Sieht tatsächlich nach dem Lager eines Wichts aus. Etwas ungewöhnlich, aber dennoch. Sicher ist sein Kessel hier irgendwo. Der Wicht ist besessen. Ein echter Sammler. Ach. Wir klauen ihm seine ganzen Löffel.
Da ist der Kessel. Der Wicht ist ja nicht sehr ordentlich. Der Tisch ist gedeckt. Dieser Wicht bereitet offenbar ein Festmahl vor. Der Wicht, der hier haust, der steht unter einem Fluch. Und er will ihn verzweifelt loswerden. Ein ganz normaler Löffel. Etwas angejagt vielleicht. Hey, ich werde jetzt hier noch alles ausräumen. Und dann werden wir jetzt mal den Kessel anklicken. Optional. Wir sollten vielleicht uns über Fleckenwichte informieren. Im Bestiarium. Ah. Das ist ein Nekrophag. Nekrophagenöl, Igni und Irden. Also wir haben Igni ja schon ausgerüstet. Und Nekrophagenöl haben wir auch irgendwo. Da. €50, dass wir jetzt gegen den kämpfen müssen. Ich speichere nochmal. Oder auch nicht. Der Kessel ist leer. Schade. Regis könnte Suppe gebrauchen, aber er kriegt wohl keine. Ich muss mich wohl verstecken und auf Speicheldrüsen warten. Sowie auf deren Träger. Ich verstecke mich so, dass ich den Kessel beobachten kann. In dem Schrank da hinten vielleicht? Verstecken. Den Fluch aufheben. Ich will dir helfen. Ich habe die Worte des Fluchs gelesen. Ich glaube, ich weiß, wie man ihn aufhebt. Herbringen und zwingen, deine Tischgäste zu sein, nicht? Ich bin jetzt dein Gast. Dein freiwilliger Gast. Das funktioniert. Das finde ich spannender, als ihn gleich totzuschlagen. Das hat mich einfach interessiert jetzt. Noch etwas für Regis. Und jetzt bist du. Tauschen wir die Löffel? Der genaue Wortlaut. Ich muss mich an die genauen Worte erinnern. Der Fluch lautete: Niemand soll mit dir an der Tafel sitzen, kein Löffel soll dich sättigen, nie wieder sollst du in den Spiegel zu blicken wünschen.
Essen wir mit den Löffeln. Tauschen wir die Löffel ist ja jetzt auch nicht. Niemand soll mit dir am Tisch sitzen und niemand soll mit den Löffeln essen. Und wir sitzen am Tisch, also essen wir jetzt auch mit den Löffeln. Das schmeckt ihm gerade sehr gut, das sieht man. Etwas stimmt nicht. Habe ich was verpasst? Hör zu, ich stehe jetzt langsam auf und durchsuche das Haus nochmal. Bleib hier, bin gleich zurück. Ganz ruhig. Ja, so viel dazu. Verdammt, nicht geklappt. Ich habe dieses üble Zeug umsonst gegessen. Die Suppe für Regis habe ich immerhin. Für den Wicht kann ich wohl nichts tun, außer ihn niedermachen. Wollen wir den Wicht jetzt besiegen? Jetzt will ich aber speichern. Ich muss den Wicht wohl in seinem eigenen Müll auf. Wir sterben gleich. Verdammte Axt, ey. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass das Spiel so schwer war. Einmal noch. So. Mit Irmay. Mist, das war nichts mit dem Fluch. Immerhin kriegt Regis, was er braucht. Okay, da hinten liegt sein Leichnam oder was? Wichttrophäe. Oh, Geralt sieht etwas vergiftet aus. Na, ich wollte ihm ja helfen, aber das Spiel wollte das nicht. Oh. So, mal sehen, was wir hier alles mitnehmen können. Das kann man ja alles verscherbeln. Ah. Ja, cool. Will jetzt hier nicht einfach runterspringen. Oh, da ist unser Pferd. Hey. Und dann reiten wir mal ganz entspannt zu unserem Kollegen. Das Pferd möchte sich erstmal ausruhen. Ist auch okay, dann bleiben wir im Moment hier sitzen. So. Auf jeden Fall sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Ihr könnt gerne was in die Kommentare schreiben. Und damit ciao und bis zum nächsten Part.